In Darmstadt ist es am Donnerstagnachmittag offenbar zu einem Schusswechsel gekommen. Laut Angaben der Polizei ging gegen 17.15 Uhr der Notruf mehrerer Zeugen ein, die von einem eskalierenden Streit in der Parkstraße berichteten. Christiane Hansmann, Sprecherin der Polizei Südhessen, hierzu. Alle Ermittlungen, die wir bislang gemacht haben, deuten darauf hin, dass wohl Streitigkeiten zwischen zwei Familien hier bestehen oder bestanden. Und dies könnte ein Auslöser für diesen Streit, für diese Tat gewesen sein. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Männer durch Schüsse und ein weiterer durch einen Schlagstock verletzt. Vier Tatverdächtige im Alter von 24 bis 56 Jahren wurden kurz darauf festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erfolgten Wohnungsdurchsuchungen in Griesheim und Kranichstein, an denen das Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Die Tatwaffe konnte bisher nicht gefunden werden. Nach aktuellem Stand sind alle Verletzten außer Lebensgefahr.